Hallo, willst du heute mit uns spielen? Kennst du die deutschen Feste und Feiertage? Dann steig ein. Wir machen heute eine rätselhafte Reise um das Jahr. Also, auf die Plätze, fertig, los. Was ist denn das? Kannst du das erkennen? Natürlich, es geht um das Oktoberfest. Eine Krone, ein Geschenk, Das muss das Fest der Heiligen Drei Könige sein. Ups, was kann das sein? Sieht zu bunt aus. Ja, das ist der Maibaum und der Maifeiertag. Eine Uhr und 12 Uhr. Vielleicht ist das Mitternacht. Na klar, das ist Silvester. Naja, so einen Feiertag kennst du sicherlich. Richtig, das ist der Tag der deutschen Einheit. Schön verkleidet, gut gelaunt, ein bunter Umzug auf den Straßen. Rate mal. Natürlich ist das der Rosenmontag. Eine Kugel und ein Tannenbaum. Das erkennst du schnell. Ja, Weihnachten, das ist doch klar. Kennst du das Fest mit vielen bunten Eiern? Das ist Ostern, richtig. Hast du vielleicht Ahnung, was das bedeuten kann? Ja, das muss Valentinstag sein. Eine schwere Aufgabe, aber du schaffst das bestimmt. Feuerwerke? Natürlich, das ist doch Neujahr. Das ist etwas Besonderes, die Krawatte abschneiden. Klar, die Frauen übernehmen die Macht. Oh Mann, das ist Weiberfastnacht. Hier sag ich dir etwas vor. Das ist ein Fest im Mai oder Juni. Na klar, du weißt ja schon. Pfingsten, gut gemacht. Hurra, eine rote Mütze, ein Geschenk. Das kennt jedes Kind. Nikolaus, das muss im Dezember sein. Jetzt, psst, das muss der Reformationstag sein. Eine Kerze, zwei Kerzen, nein. Vier Kerzen. Genau, das ist Advent. Und wieder Licht, eine Laterne. Pass auf, es geht um November und den Martinstag. Wow, ein Stern am Himmel. Ich weiß schon, und du? Klar, das ist Heiligabend. Super, toll gemacht. Du hast alle Aufgaben geschafft. Und jetzt kannst du mit uns feiern. Also, viel Spaß!